Hallo Leute, ja, nachdem ich schon einige Sachen fermentiert habe, Paprika, Weißkohl, Chinakohl, ist heute mal Knoblauch dran. Knoblauch fermentieren, eigentlich ganz einfach, man braucht aber wie immer etwas Zeit und wie ich das gemacht habe, welche Vorbereitungen ich getroffen habe, das seht ihr jetzt. An Zutaten benötigen wir Knoblauch, in dem Fall ist das frischer Knoblauch, etwas Peperoni und Chili. Für den Sud brauchen wir 300 ml Wasser, 1 Teelöffel getrocknete Kräuter der Provence, 2 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Zucker und frischen Rosmarin. Zuerst müssen wir den Knoblauch von der Schale befreien. Schneiden wir uns hier das obere Teil mal ab. Nehmen die äußere Schale ab. Halbieren sie. Und dann sieht man schon, hier sind mehrere Schichten, die bei einer frischen Knoblauchzehe natürlich noch weich sind. Und die werden wir auch nicht weiter entfernen. Wir schneiden jetzt das Ganze hier in Scheiben runter und dann würfeln wir es. Wir nehmen unser Glas, kochend ausgespült, nehmen uns einen Rosmarinzweig, legen den unten auf den Boden und geben unseren Knoblauch hier rein. Und so verfahren wir jetzt mit den kompletten Knoblauch, respektive ob der komplett da reingeht, werden wir sehen. Deswegen fülle ich auch gleich alles ins Glas, um gegebenenfalls auch aufzuhören mit dem kleinen Geschnippel. Zwischendurch nehmen wir uns mal eine Peperoni, respektive eine Chili. Die kommen auch ins Glas. Grün, Rot, Gelb, damit es auch etwas fürs Auge ist. Man kann die natürlich komplett weglassen und nur den Knoblauch fermentieren. Aber ich mag so eine kleine gewisse Grundschärfe. So, zum Schluss noch die gelbe oder orangefarbene. Ein bisschen schütteln und dann geht es weiter mit dem Knoblauch. So, 3 Knoblauchknollen haben wir jetzt hier drin und jetzt versuchen wir das Ganze mal etwas anzupressen. Nehmen wir uns hier einen Löffel und drücken den ganzen Knoblauch etwas runter. So sieht es jetzt aus. Eben jetzt hier schon mal unsere getrockneten Kräuter der Provence drüber und kümmern uns jetzt um den Sud. Wir stellen eine Kasserolle auf und schalten den Herd ein und geben hier unser Wasser hinzu. Unser Wasser siedet und wir geben Salz und Zucker hinzu, verrühren das Ganze und stellen die Platte sofort wieder aus. Das lassen wir jetzt abkühlen. So, ich habe den Sud mal umgefüllt, damit der einfach schneller kühl wird. Er ist jetzt noch handwarm und jetzt gießen wir hier ganz langsam, damit auch die ganze Luft entweicht, das Glas auf. Wir drücken das Ganze jetzt hier nochmal vorsichtig runter und geben hier nochmal einen Rosmarinzweig drauf. So, das Glas sauber verschließen, so fest wie es geht, und in einen Untersetzer stellen. Das ist ganz wichtig, weil mein Video, als ich das Paprika fermentiert habe, da doch sehr viel ausgetreten ist. Und das wollen wir ja verhindern, dass uns die Brühe irgendwo hinläuft.
Und ja, jetzt einmal umdrehen, schauen, ob die Wassermenge stimmt. Jetzt kommt noch ein Aufkleber drauf mit unserem Startdatum, also sprich das Datum von heute. Jetzt werden wir 4 Wochen warten. Das Glas kommt an einen ja, nicht zu kalten, nicht zu warmen Ort. Also sprich Zimmertemperatur hier in der Küche ist das ideal. Und na, nach 4 Wochen schauen wir uns das Ganze mal an und vor allen Dingen kosten es. Es ist über einen Monat vergangen und wir sehen hier unser Glas und im Untersetzer auch einige Spuren der ausgetretenen Flüssigkeit, die mittlerweile auch verdunstet ist. Und ja, wir sehen auch einen leicht gewölbten Deckel. Und jetzt werden wir das Glas mal öffnen. Wir werden das erstmal so probieren. Ja. Oh, das geht. Oh. Aha. Jetzt kommt also immer noch was raus. Es kommt ein ja, angenehmer Knoblauchgeruch in die Nase. Und ich werde jetzt mal ein Stück davon kosten. Hm. Hm. Es schmeckt nicht mehr so nach Knoblauch, als ob er im Rohzustand wäre. Und ich zeige euch in einem der nächsten Videos, was man daraus alles so fabrizieren kann. Wem das Video gefallen hat und wer es gerne nachmachen möchte, na klar. Wer Fragen hat, ab in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich über auch nette Kommentare am Rande und vielleicht auch einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, abschließen. Ich mache das Glas jetzt wieder zu. Und lass es weiterhin in der Küche stehen.